Anthony William und einen großen Fehler, den viele machen. In dem Video heute möchte ich nicht auf irgendwelche Praktiken, Techniken oder sonst was von Anthony William eingehen, sondern auf einen ganz anderen Punkt. Weil von euch kam in letzter Zeit immer wieder die Frage per Mail oder sonst wo in Kommentaren, was halte ich denn davon vom Detox-Smoothie von XY von Anthony William? Und dann habe ich immer geantwortet, ey, kann ich dir gar nicht zu viel zu sagen, habe ich mich gar nicht so mit auseinandergesetzt. Und das ist auch der große Punkt, der große Fehler, auf den ich heute in dem Video eigentlich eingehen möchte. Und zwar, bei vielen ist es so, und ich hatte selber auch immer dieses Problem, dass ich vom Fokus her viel zu oft gesprungen bin. Das heißt, hier ist ein Hype, dann stürzt man sich drauf, liest sich ein, fängt an, beginnt mit was. Man setzt dann Samen und dann kommt wieder was anderes. Dann schaut man sich doch nochmal um, was gibt es denn da noch in der Ernährung, was gibt es denn da noch bei Fitnessbereich, egal wo man gerade ist. Und dann geht der Fokus wieder verloren und man springt immer. Oder man macht ständig irgendwelche Sachen parallel. Und am Ende erreicht man dabei gar nichts. Habe ich eben auch bitterlich immer wieder dann feststellen müssen. Und deshalb habe ich es mir immer mehr dazu angeeignet. Ich hatte ja auch mal ein Video dazu gemacht. Ich habe meinen Fokus verloren. Kannst du dir auch gerne nochmal anschauen. Du musst dir vorstellen, wenn du eine Sache gefunden hast, wenn die für dich Sinn macht, du das in einem klaren Moment gemerkt hast, wenn du merkst, da ist zum Beispiel auch jemand, der das schon erfahren hat. Das ist nämlich genau der Punkt. Man kann sich nämlich jetzt total verlieren in diesen tausend Möglichkeiten, gerade heutzutage mit dem Internet. Du kannst alles lesen. Und wenn es 1 Million Menschen gibt, die sich intensiv mit Ernährung beschäftigt haben, häufig nicht mal von der Erfahrung her, sondern einfach nur Bücher drüber gelesen haben, dann gibt es wieder 1000 neue Bücher drüber. Der eine liest 10 Bücher über Ernährung und schreibt sein eigenes drüber. Und das ist genau der Punkt. Wer hat denn die Zeit, sich sowas durchzulesen? Und wenn ich Golf spielen lernen möchte, dann geht es auch nicht darum, dass ich 1000 Bücher lese und dann nichts davon umsetze. Es geht darum, dass ich auf den Platz gehe, jeden Tag trainiere. Natürlich brauche ich eine Anleitung, einen Trainer wäre sehr gut, aber dann geht es darum, das zu lernen. Und die meisten, beziehungsweise ich auch eben selber, bin dann auf verschiedene Sachen gegangen, habe dadurch nichts richtig gemacht. Und so ist es eben auch. Schau dir an, die Leute, die wirklich was erreicht haben, die haben sich fokussiert auf eine Sache. Die haben das gemacht und zwar jeden Tag. Michael Jordan hat Basketball gespielt. Der hat nicht heute Fußball gespielt, morgen Golf, übermorgen Tennis, ständig irgendwas anderes. Nein, der hat sein Leben lang Basketball gespielt. Und dadurch wurde er so gut in einer Sache. Und dadurch hat er sich wirklich weiterentwickelt auf einem Gebiet. Und wenn du zu mehr Gesundheit kommen möchtest, dann ist es genau der Punkt. Es bringt dich nicht weiter, ständig zu wechseln, ständig 1000 neue Sachen zu machen. Was eben auch der Fehler dabei ist, da fängst du zum Beispiel eine Sache an und dann, was ich, wie gesagt, eben auch in anderen Bereichen, besonders jetzt noch gemacht habe, fange ich irgendeine Sache an
Und dann mache ich das ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht. So, und jetzt, kurz bevor es Früchte trägt, der eigentliche Erfolg, plötzlich wieder ein Wechsel. Oder der Fokus geht verloren, weil mehrere Sachen aktuell sind. Und das ist genau die Kunst heutzutage. Nimm dir das raus, wofür du dich entschieden hast, und geh da voll rein. Weil das Wichtige ist nur, dass die Richtung stimmt und du nicht ständig die Richtung wechselst. Wenn du die Welt umrunden willst, ist es im Prinzip egal, in welche Richtung du gehst. Das Wichtige ist nur, dass du deine Richtung beibehältst. Wenn du irgendwie wieder vorwärts, links, rechts, irgendwo hingehst, dann wirst du bestimmt nicht die Welt umrunden. Es geht wirklich darum, dir das rauszupicken, den Fokus zu halten und es dann wachsen zu lassen wie einen Samen. So, wenn du einen Samen wachsen lässt, häufig ist es dann so kurz bevor die Früchte davon kommen. Oh nee, da passiert nichts. Setze ich einen neuen Samen. Und dann wächst der wieder. Und dann wieder ein Wechsel. Weil du denkst, hey, dauert zu lang. Kann es nicht sein. Das ist genau dieser Punkt. Und das ist einer der größten Fehler. Wer hat denn Zeit, diese Tausenden von Büchern zu lesen? Und es geht auch nicht darum, Bücher zu lesen, sondern es geht darum, es selber zu erfahren. Das selber am eigenen Körper, dieses Körpergefühl zu entwickeln und Gesundheit erfahrbar zu machen. Und das ist eben auch genau das, was ich machen möchte. Und da gibt es jetzt nämlich auch noch eine richtig coole Sache. Und da freue ich mich mega drauf. Eben auch wegen diesem Samen wachsen lassen. Ich habe auch immer wieder gemerkt, ne, wenn du beginnst, hey, alles hört sich logisch an. Vom Kopf her hat man es verstanden. Vom Verstand her ist es meist nicht so schwer. Aber dann geht es in die Umsetzung. Und dann macht man vielleicht die ersten Schritte. Aber dann kommen die Ängste hervor, dann kommen vielleicht irgendwelche Entgiftungsphasen, irgendwelche stärkeren, es kommen Emotionen hoch, irgendwelche Ängste oder Selbstzweifel oder sonstige Themen. Und dann kommt wieder eine Unsicherheit in der Ernährung. Und man schaut sich doch mal wieder hier und da um. Aber man hat eben auch nicht die dauerhafte Begleitung und die Motivation dabei. Und deshalb möchte ich jetzt, beziehungsweise wir starten jetzt schon, in den nächsten Tagen, Wochen, ein Jahr, in einer super angenehmen Gruppe, alle oben der gleichen Stelle, alle wollen diesen Weg gehen und da gemeinsam wachsen, eine schöne Zeit haben, sich gegenseitig unterstützen und wirklich, auch wenn dann diese Phasen kommen, wo man dann wirklich wachsen kann, dass man da durchgeht und dann nicht wieder wechselt vom Fokus her. Weil viele Themen, die sind vielleicht auch gar nicht widersprüchlich, wenn man es dann erfahren hat, wenn man dann Golf spielen kann oder was auch immer du hier rausgepickt hast, dann kannst du auch verschiedene Bücher lesen und dann verstehst du auch, hey, okay, so mein das, weil du es kennst aus der Erfahrung heraus. Aber wenn du noch nicht die Erfahrung hast, dann verwirrt es häufig. Die Menschen kommen von unterschiedlichen Punkten, gehen vielleicht aufs gleiche Ziel zu, aber dann scheint vieles widersprüchlich. Und deshalb klaren Fokus behalten, diesen Samen setzen und den wirklich über eine Zeit lang wachsen lassen. Das ist das Wichtige. Und dann wird man richtig gut in der Sache und dann erntet man. Aber dazu brauchst du einen Fokus. Und für den Fokus brauchst du eine Erinnerung täglich, wo du dich selber dran erinnerst, wo du tägliche Routinen entwickelst und die dann wirklich machst und dann auch durch die Unterstützung, sei es von der Gruppe oder immer wenn du an dem Punkt bist, wo es hakt, wo du auch mich nachfragen kannst, dann kannst du durch diese Sachen durchgehen und wirklich wachsen. Und ja, da freue ich mich eben mega drauf. Und das Ganze startet eben jetzt. Wenn du da eben auch Lust drauf hast, wenn du merkst, du hast auch noch Schwierigkeiten. Ich hatte es bis
Bis 3, 4 Jahre, nachdem ich mit Rohkost umgestellt habe, habe ich so gekämpft mit Entgiftungsphasen manchmal, mit diesen Emotionen eben, die hochgekommen sind, weil ich das nicht ganz zuordnen konnte und weil ich nicht die richtige Stabilität hatte. Und das ist wirklich das, wo ich jetzt weitergeben möchte, wie du zunächst die Stabilität entwickelst, das heißt, wie wenn du auf deinem Fahrrad hockst, dass du erst die Balance findest und dann kannst du schneller fahren, dann kannst du springen, kannst rasen, aber wenn du noch nicht die Balance gefunden hast, was ich eben Ewigkeiten nicht hatte, und ich hatte Glück, dass es mich da nicht richtig auf die Schnauze gehauen hat, um es mal auf Deutsch zu sagen. Aber das kann man sich eben ersparen. Und wenn du noch nicht die Balance hast, immer schneller fährst, dann ist Angst nur ein natürlicher Zustand. Und das möchte ich dir ersparen und gleichzeitig eben eine richtig geile Zeit verbringen und ein Jahr wirklich das stabil diesen Samen setzen, dass du da nicht mehr am Kämpfen bist und dein Fundament hast, die Routinen aufbauen kannst. Und dann wirklich die Klarheit über die Erfahrung, über die Entwicklung vom Körpergefühl bekommst. Und dann brauchst du auch keine 1000 Bücher mehr lesen. Also, wenn du, wie gesagt, an diesen Dingen manchmal noch so hängst, dann lass uns da einfach mal telefonieren. Können eine Dreiviertelstunde, circa dauert das Gespräch, kostenloses Strategiegespräch machen und dann wirklich schauen, wo du jetzt stehst und ob ich dir dann da auch mithelfen kann und ob du da eben Lust hast, dabei zu sein, ob das für dich passend ist, ob das genau das Richtige ist, können wir da einfach schauen. Und ja, ich bin super gespannt drauf, ich freue mich mega drauf und das war's eigentlich. Also Fokus, nicht immer springen, such dir eine Sache raus. Geh dahin, mach die Erfahrung, nicht immer wechseln und es geht um die Umsetzung, um es nochmal zusammenzufassen. Ansonsten dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut, ciao.